Sie tratschen und sie reden über Lust, Frust, Männer, Kinder, Jobs und über jeden, der auf der Straße vorm Café entlang spaziert. Die ganze Nachbarschaft wird gekonnt analysiert. Süßstoff im entkoffeinierten Macchiato, zwischendurch Gelächter im gestochenen Vibrato. Dann nur ein Flüstern in verschwörerischem Ton, Marlboro Lights, ein halbes Teilchen mit Mond. So sitzen sie und schnattern und das tun sie wohl noch lange, und wenig unterscheidet sie von Hühnern auf der Stange. Ihr habt sie sicher schon gesehen, ihr kennt sie schon, das sind die Mädels von der Geflügelfraktion. Jeden Samstag hocken sie zusammen, Madame neben Madame, jedes Mal derselbe Stamm. Jeden Samstag hocken sie zusammen, loben und verdammen, manche längst erloscht in Flammen. Jeden Samstag, jeden Samstag. Sie fluchen und sie reden über Lehmann, Kahn, Ballack und Podolski, über jeden, der den Ball auf dem grünen Rasen malträtiert. Die Lage der Liga wird gekonnt analysiert. Zwei Stück Zucker in die schwarze Kaffeetasse, zwischendurch Geschrei, eine große Jubelmasse. Dann nur ein Stöhnen, Mann, was pfeift der denn hier? Marlboro-Filter und dann schnell noch ein Bier. So sitzen sie beim Fußball und weil ständig einer rumschreit, unterscheidet sie nicht viel von den Männern aus der Steinzeit. Ihr habt sie schon gesehen, ihr wisst es allemal, das sind die Jungs aus dem Neandertal. Jeden Samstag hocken sie zusammen, Bier und Fußball als Programm, jedes Mal derselbe Stamm. Jeden Samstag hocken sie zusammen, einer flüssig, einer klamm und am Ende alle stramm. Jeden Samstag, jeden Samstag. Die Mädels von der Geflügelfraktion bekommen von den Neandertalern nix als Spott und Ton. Und die Jungs aus dem Neandertal sind für die Geflügelmädels dämlich und fanal. Wollt ihr wissen, warum Mann und Frau so aneinander leiden? Man kann die beiden kaum voneinander unterscheiden.